Die Nachrichten von Strikers Island sind lückenhaft. Aufständische Truppen haben dort vor 90 Minuten einen Angriff durchgeführt. Was? Andre ist jetzt dort? Wir schalten jetzt live zu Andre Garcia. Andre? Danke, Rob. Hier herrscht das Chaos. Der Hohe Rat, Superman und seine Eine-Erde-Truppen kämpfen gegen Wellen von gigantischen, insektenähnlichen Meereswesen. Die Metamenschen halten sich zurück. Bei den regulären Streitkräften herrscht totale Verwirrung. Wer führt denn diesen Angriff an, wenn Batman in Gewahrsam ist? Keine Ahnung. Ich kann von unserer Position nicht viel erkennen. Haben die Kreaturen die Verteidigungsanlagen des Gefängnisses durchbrochen? Es sieht nicht danach aus. Der Kampf findet hauptsächlich in den Außenbereichen... Äußere Panzerung versiegeln. Reaktorkern aktivieren. Vorflugkontrolle starten. Alle Systeme funktionieren. Alle Verbindungen etablieren. Neuronales Kommandosystem ist aktiv. Schadensmeldung. Reserveenergie erschöpft. Starte Solaraufladung. Antriebssystem offline. Wie lange? Vollständige Wiederherstellung in 15 Minuten. Verflucht. Mein schöner Anzug. Komplett im Arm. Die Farbe gefällt mir. Passt zu deinen Augen. Sieht schick aus. Wenn ihr nicht wollt, dass Superman siegt, dann macht Platz. Alle beide. Du willst gegen Superman antreten? Deinen besten Kumpel? Das war nur vorgetäuscht, damit es so aussieht, als würde ich dem Aufstand helfen. Na dann, machen wir gemeinsame Sache. Bist du so lieb? Hilfst du bitte Mr. Luthor aus meinem Anzug? Na klar, Schatz. Das glaube ich kaum. Okay. Oh Gott. Mal gucken, wie ich jetzt klarkomme mit Lex Luthor. In der Demo war es nicht so geil. Von mir aus gesehen, also was ich da abgeliefert habe. Ja, der gute Lex, der macht hier ein bisschen einen auf Tony Stark. Aber so, wenn ich mir das so angucke, diesen Konflikt die ganze Zeit, da kann man ja Batman schon so sehen. Quatsch, Batman. Ich meine Superman schon so sehen als Gegenstück zu Hulk, oder? In Marvel, weil in Marvel ist der Hulk auch auf jeden Fall mit einer der allerstärksten. Denn, selbst die ganzen Avengers würden es wahrscheinlich, würden es nicht schaffen, Hulk. Wenn Hulk richtig ausrastet, dann, Alter, wird er sich verkannt. Wir können alle gleichzeitig angreifen. Kannst du vergessen. Ein Laser aus dem Weltall. Boah. Krass. Krasse Scheiße. Tu dir selbst einen Gefallen, Harleen. Halte dich von ihm fern. Sie kann es nicht lassen. Sie ist gefeuert. Sonst werde ich auch noch so ein Verlierer. Was? Oh, keine Sorge. Du bekommst eine großzügige Abfindung. Joker! Nein, nein, los, rette die Welt, ich komme hier klar. Du wirst mir später dafür danken, Harleen. Joker, so macht man aber nicht. Yeah.
Wie hat dir das geschmeckt? Nein, spring! Fuck. Aufwachen! Ich schlage dich aus Liebe. Oh oh. Ja, ich habe ihn noch getroffen, zum Glück. ...38% Schaden. Alles klar mit deinem Strampler? Alles klar. Ich verstehe deinen Humor nicht. Ey, der Humor von Doc ist absolut geil in dem Game. Schöne, nette Kombo. Mit diesem Laserstrahl ins K.O. zu machen, wäre schon ganz cool Vielleicht gewesen. Vielleicht kannte Superman dich doch besser. Du willst mich töten? Ich schneide dir dein Grinsen aus dem Gesicht! Arlen, nicht. Er wollte... Wie konnte ich nur schon wieder auf ihn reinfallen? Er wusste genau, wie er dich rumkriegen konnte. Es ist nicht deine Schuld. Was er tat, das... Du bist über ihn hinweg. Schön ruhig, Jungs. Er ist auf unserer Seite. Er dagegen nicht. Kümmert euch um ihn. Schließt ihn diesmal gut weg. Das ist das geringste Problem. Diese Burschen werden weiter Ärger machen. Los, holt Superman! Ich habe genau das Richtige. Green Lantern, hilf Wonder Woman! Wirklich? Ich kümmere mich um die zwei hier. Los! Endmetal-Gürtel. Gib ihn mir. Die Quelle meiner Kraft? Vergiss es. Ich gebe dir eine Chance. Wir beenden es ohne weiteres Blutvergießen. Zu spät. Du bist am Ende, Hawker. Besiegt. Yeah. Ja, das, was ich vorhin gesagt habe, ich weiß nicht. Könnt ihr mal gerne sagen, wie ihr der Meinung seid, ob man das ein bisschen vergleichen kann. So die Situation Superman und Hulk. Ich glaube aber, Hulk ist im Marvel-Universum noch ein bisschen einen Ticken krasser als Superman in DC. Also nicht. Aber Superman ist ja so gesehen schon sehr, sehr krass, so, was man machen könnte. Naja, egal.
geht ja jetzt hier auch nicht darum, aber das wäre auch sau krass, wenn es mal in Zukunft. Abgesehen von Marvel vs. Capcom, das ist absolut geiles Game, also ohne Witz. Marvel vs. Capcom 3 war super geil. Halt, ja, so ein bisschen Street Fighter-mäßig gehalten vom Kampfsystem. Was zugesehen auch um einiges besser ist, das Kampfsystem von Street Fighter oder anderen Beat'em-ups als das hier. Ist ganz schön, aber das hier Injustice ist sau cool einfach präsentiert und alles. Es macht einfach irrsinnig Spaß. Aber ja, Street Fighter zum Beispiel ist noch trotzdem einen Ticken besser, finde ich. Aus meiner persönlichen Sicht. So, der Bud Spencer-Schlag knockt sie aus. Wie ich schon sagte, besiegt. Seit wann bist du auf deren Seite? Seit Superman uns wie Schafe hält. Er wollte doch nur unser Bestes. Wir sind nicht sein Spielzeug. Und er ist kein Gott. So Leute, das war's jetzt auch erstmal. Ich beende jetzt hier die Aufnahme. Ich frage mich ja auch ab und zu mal, wieso die ganzen Leute noch stehen, ey. Jeder einzelne Charakter wurde doch mindestens 2-3 Mal K.O. geschlagen, oder? Aus anderer Perspektive immer wieder. Naja, gut. Leute, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen bei euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr kurz die Videos bewerten würdet, wenn sie euch gefallen haben. Das ist immer eine super Unterstützung. Ansonsten hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Haut rein und tschüss!